Hey Leute und herzlich willkommen zum ersten Video hier zu We Are Football. Der neue Fußballmanager hier, und zwar entwickelt worden von dem gleichen Entwickler wie von den EA Sports Fußballmanagern. Den genauen Namen weiß ich jetzt leider nicht mehr, hätte ich erstmal googeln sollen. Ja, und zwar könnt ihr hier ein neues Spiel mit einem Spieler, ein neues Spiel mit zwei Spielern machen, Spiel laden, letztes Spiel fortsetzen oder Tutorial. Oder ihr könnt sogar hier noch in den Editor gehen. Da könnt ihr dann noch alles verändern, was ihr wollt. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal hier auf Neues Spiel, Einspieler. So, dann seht ihr hier schon Männerfußball. Wählen Sie aus, ob Sie Ihre Karriere Männer- oder Frauenfußballmannschaften trainieren wollen. Und ihr seht hier unten, wer alles vertreten ist hier. Bundesliga, zweite Bundesliga, Supercup. Und dann seht ihr noch... okay, hinter meiner Facecam ist hier noch, ihr seht hier das hier noch, Flyer Football, Flyer Alarm Frauen Bundesliga, so, dann haben wir noch die Frauen Bundesliga der zweiten Liga, dann haben wir noch hinter mir etwas zu sehen noch, den DFB-Pokal der Frauen, und gar nicht mehr zu sehen, hinter mir ist DFB-Pokal Frauen. Warum ist hier jetzt zweimal DFB-Pokal? Achso, DFB-Pokal und DFB-Pokal der Frauen. So, hier das ist der normale DFB-Pokal und das andere ist der Frauen. Jetzt habe ich es. So, hier könnt ihr dann einstellen, Frau oder Mann. Aber wir machen Mann, weil ich habe auf meinem Community-Server gefragt, welches Team soll ich trainieren? Ja, da wurden ja natürlich wieder so viel drunter geschrieben, nämlich gar nicht. Außer zwei Leute oder drei, die was drunter geschrieben haben. Ich glaube, zwei Stück waren für Frankfurt, einer war, glaube ich, für Dortmund oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, dann kann man hier die We Are Football Basis Datenbank nehmen. Oder man hat, wie ich, die Bundesliga Datenbank. Der Saison 2021, also 2020, 2021. Und dann gibt es natürlich später die neue für die 21, 22. Die gibt es aber erst im Herbst. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier in die neue Saison herein. Man kann auch natürlich ein Team nehmen. So, wir geben hier mal ein, einfach. Ich habe es schon mal ein bisschen angezockt, ihr seht es ja. So, wir geben hier ein Stürmi und hier unten geben wir YouTube ein. So, YouTube hört sich bestimmt ein bisschen scheiße an, aber egal. So, der Rest lasse ich. Also es ist ja nichts Neues, dass ich in Idar-Oberstein geboren bin. Das wisst ihr ja, dass ich da in der Nähe wohne. So, mein Datum, also mein Geburtsdatum hier. So, mein Lieblingsverein ist Bayern. Ob wir da mal hinkommen, wissen wir noch nicht. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir irgendwie mit Frankfurt irgendwie vorankommen. So, ihr könnt hier jetzt zum Beispiel eine Karriere mit einem beliebigen Verein, also eine richtige Karriere, oder man kann sich einfach einen Verein aussuchen, selbst wählen. Wenn ihr hier einen machen wollt, dann müsst ihr ein paar Fragen beantworten und ja, und dann bekommt ihr irgendwie solche Punkte. Ja. Ja, aber wir gehen hier drauf, selbst wählen. So. Dann sehen wir hier schon. Also es sind alles original Logos und Namen und Spielernamen, alles. Alles schon cool gemacht. So, ich habe früher viel mit Dings gezockt, also mit Fußballmanagern. So, wir nehmen natürlich hier Eintracht Frankfurt. Wird den Battis Jonathis jetzt gefallen, denke ich mal. So, das sind die Trikots. Natürlich ein bisschen, ja. Liga, Bundesliga. Letztes Spiel, das ist ja noch nichts. Wettbewerbe. Bundesliga und DFB-Pokal. Stadion in Frankfurt. Naja, Kapazität 51.700. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt genau. Aktueller Zuschauerschnitt ist hier 49.794. Teamstärke ist hier 10,4 steht hier.
Spieler 31 haben wir. Marktwert Team 254 Millionen. Bankguthaben 68,8 Millionen. Dann haben wir hier noch die Abteilungsleiter. Also die Sterne sind die Stärken. Ich glaube, ich zeige es euch nachher mal. Dann haben wir Unterstützung Wirtschaft. Dann hier Präsidium. Ansehen international ist natürlich nicht so hoch. Ansehen national ist natürlich ein bisschen höher. Ja, dann gehen wir hier mal auf weiter. Noch schlafen Sie im Hotel? Ja. Herzlich willkommen bei Eintracht Frankfurt. Die Mitarbeiter sind erwartungsfroh, aber eine große Euphorie hat ihre Verpflichtungen nicht ausgelöst. Aber das kann ja noch kommen. Bei den Fans ist man sich einig, dass die großen Alternativen auf dem Trainermarkt derzeit fehlen, sodass man ihnen eine Chance geben sollte. Vielen, vielen Dank. In Kürze werden sie dem Team vorgestellt und können den Spielern sagen, was sie erwartet. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihrer neuen Aufgabe. Sie werden es brauchen. Ja, hier seht ihr nochmal. So, und das Geile ist jetzt, man kann hier Stadionansicht machen. So. Das soll jetzt irgendwie das Stadion von Frankfurt sein. Wir können uns dann noch ein bisschen bewegen hier mit W, B, S, A und D. So, zack. Mal hier ganz reinzoomen. Hat schon richtig nice gemacht. So, bewegen tun wir uns hier mit der Maus. Also so hier, zack, zack. So, hier ist der Würfel. Oh, hier oben fliegt ein Hubschrauber. Also ich finde das schon richtig cool gemacht hier. Das ist richtig cool gemacht. So, und zurück gehen wir mit Escape. So, und dann können wir uns noch das Gelände ansehen. Ist auch geil. So, ich muss mal die Tastatur kurz hier ein bisschen so rummachen. So, hier seht ihr die Parkplätze. Ich denke mal, das sind die Parkplätze für das Trainingsgelände hier. Ich denke mal, dass das Stadion irgendwie außerhalb, das sieht man hier leider nicht. Wäre auch cool gewesen, wenn man das hier irgendwie noch sehen würde. Aber in Bayern, in München ist es ja auch nicht anders da, denke ich mal. München ist ja die Sebener Straße irgendwie so in der Stadt. Und das Stadion ist ein bisschen außerhalb, an der Autobahn angelegen. Ja. Also wir sehen hier, ich denke mal hier ist das, wo sie Kraft trainieren oder ja, Fitnesshalle. Dann haben wir hier irgendwie so eine Sporthalle, glaube ich. Dann haben wir hier irgendwie noch eine Kantine. Was das hier ist, weiß ich leider nicht. Dann haben wir hier wie viel Holzplätze hier? 1, 2, 3, 3. Dann haben wir da hinten noch 4, 5, 6, glaube ich. Ich habe jetzt 6 gezählt. Plus diesen kleinen hier noch. Fußballtennis. So, was ist das hier? Ach, das hier ist die Toilette, sehen wir. Was das hier ist, weiß ich jetzt nicht. Das hier könnte... Was könnte das? Das ist das gleiche Gebäude wie da hinten. Ja, moin. Ja, aber man kann noch viel mehr bauen. Ja. Und jetzt wird es dunkel, das ist auch cool gemacht. Dann leuchtet hier alles. Und hier steht, hinten steht nochmal das gleiche Gebäude. Also hier haben sie es dreimal drauf geklatscht. So, was das hier ist, weiß ich jetzt nicht. Hm. Ja. Aber ich finde, ist schon richtig cool gemacht. Ja. Dann gehen wir hier wieder raus. Und dann gehen wir natürlich hier mal eins weiter. Mal schauen, was uns jetzt hier gezeigt wird. Trainingsbeginn, Saisonvorbereitung. Heute beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2020-2021. Der Urlaub der Spieler ist beendet. Sie klicken in erwartungsfrohe Gesichter, die gespannt auf das erste Training unter ihnen erwarten. Aktionspunkte, das meine ich jetzt. So, man kann sie nicht mal ansehen lassen, aber ich lasse es mal. Braucht man nur nebendran zu klicken. Hier oben seht ihr es dann. Stimme YouTube. Erfahrungspunkte habe ich hier 4 jetzt. Gibt pro Fortschritt, glaube ich, so und so viel Erfahrungspunkte. Ja, also Aktionspunkt zum Start. Grundausstattung, Anzahl 4. So, ja. So, dann haben wir hier Saisonplanung.
Beliebtheit beim Präsidium und letztes Jahr, also es ist gleich geblieben, ich habe ja noch nichts gespielt. Dann haben wir hier Team- und Transferbudget, da haben wir jetzt 12,2 Millionen bekommen. Könnte ein bisschen eng werden, aber je mehr man hochgeht, umso weniger wird hier das Präsidium ansehen sein. Gehen wir noch eins höher, noch eins höher. Dann sind wir schon bei 74, also haben wir 10 Stück weg. Aber wir lassen es so. Wir müssen uns hier mit den 12,9 Millionen begnügen. Und Vereinsbudget kennt man, naja, runtersetzen kann man es nicht mehr. Schade. Warte mal, hier kann man es aber noch runtersetzen. So, ach sowas, sowas. Unser Ziel ist Platz 6. Könnte machbar sein, denke ich mal. Ich muss mir das Team mal ansehen. Keine Ahnung. So, absenken, steigern. Und hier kann man dann noch Aktionspunkte einsetzen. Also von denen hier oben könnt ihr hier einsetzen. Falls ihr mit diesen Dingern hier nicht klarkommt. Dann gehen wir mal eins weiter. Bei ihrem Saisonbeginn können sie ihrem neuen Team direkt einige Regeln mit auf den Weg geben. Die fordern bei ihnen gelten. Als Einsteiger können sie hier die Voranstellung übernehmen. Ja, ich glaube, ich lasse das auch erstmal so. Also hier kann man Mannschaft, Alter, ich setze auf Erfahrung. Das Alter spielt bei mir, spielt keine Rolle für mich. Ich setze auf Jugend. Also ich würde erstmal sagen, hier, das lassen wir. Dann ist hier noch die Form. Training ist nur Faktor, jeder kann sich im Training anbieten. Der Trainingseindruck entscheidet. Aber da würde ich jetzt sagen, jeder kann sich im Training anbieten. Rotation, wir rotieren viel, jeder bekommt bei mir seine Chance. Ich setze auf eine Stammelf, aber das würde ich nicht machen. Und viel rotieren, würde ich auch nicht machen am Anfang. Ich würde es erstmal hier so machen. Dann haben wir hier Präsidium, Strategie, Ziel ist ein langsamer Aufbau, wir wollen uns mittelfristig verbessern, Ziel ist kurzfristiger Erfolg, Spielweise, wir spielen offensiv, ich will eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive, das glaube ich auch eher, die Null muss stehen, wird schwierig sein. Dann haben wir noch Transfermarkt, aus jedem Jugendjahrgang muss es ein Spieler schaffen. Also da würde ich mal sagen, könnten wir es mal versuchen. Dann ich kaufe nur Spieler, die ich teuer weiterverkaufen kann. Nee. Wir kaufen nur Spieler, die uns wirklich weiterbringen. Könnte man machen, aber ich lasse es jetzt erstmal. So, dann machen wir hier mal eins weiter. So, hier seht ihr jetzt meine Mannschaft. So, wir haben hier Trapp und Markus Schubert im Tor. Dann LAV haben wir Erik Durm und Jethro Willems. Dann haben wir RAV, drei Stück hier so gleich. Ach du Scheiße. Chandler, Da Costa und Touré. Dann haben wir Innenverteidiger, Mastier Meng hier. Ndika, Hinterecker, Abraham, Hasebe, Tuta, Irore, Otto, Brucker. Und dann kommt schon das defensive Mittelfeld hier mit vier Spielern. Sebastian Rode. Wie alt ist der denn überhaupt? 29. Ja, moin. Dominik Kohr. Kam der nicht von Dortmund? Dominik Kohr? Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Dann haben wir hier Stefan Ilzanker. Und dann haben wir noch Lukas Farnberger. Dann haben wir hier ein LM, Philipp Kostic. Dann haben wir RM, Aydin Bustic. Dann haben wir jetzt zwei ZMs, Zo und Kawa. Dann haben wir offensives Mittelfeld, Kamada und Barakok. Dann haben wir LAS, zwei Stück, Younes und Suba. Sturm haben wir Silber, Dost, Ache und Makanda. Jo. Also ich sehe gerade, dass wir hier LAS 2 haben und für rechts nichts. Ah ja. Ah doch, hier. Die zwei kann man hier noch nehmen für RAS. Das ist okay. Also man kann hier die Rückennummern ändern, aber ich lasse es jetzt mal so.
Wochenstart. So. Diese Woche finden keine Spiele statt. Ja, ist klar. So, dann haben wir hier, was ist Ihr persönlicher Schwerpunkt diese Woche? Finanzsponsoren. Kein Schwerpunkt. Nächstes Spiel, aber da haben wir im Moment nichts. Spielerförderung. Ihr Mitarbeiter, was Ihre Mitarbeiter geben, Terminen zu diesem Thema dieser Woche eine erhöhte Priorität. Priorität, Sie können jetzt einen ersten Schwerpunkt festlegen. Kader verbessern. Könnte man machen. Ich denke mal, man könnte hier mal gucken. Also ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Wen sollen wir uns verpflichten für die Eintracht? Oder wen sollen wir verkaufen? Wen sollen wir fördern? Ich zeige euch gleich noch die Jugend. Wen können wir hochziehen? Aus der zweiten Mannschaft können wir dann, glaube ich, auch noch welche hochziehen. Was ist diese Woche Ihr Trainingsschwerpunkt? Natürlich Fitness. Wenn man aus dem Urlaub kommt oder aus einer WM, EM, da brauchen wir erstmal Fitness. Aber ist ja keine EM jetzt gewesen, denke ich mal, glaube ich mal. Ich weiß nicht, wie das hier drin gemacht ist, ob das genauso gemacht ist wie im Real Life, dass die EM halt auch jetzt war, anstatt 2020. So, wollen Sie einen Spieler besonders fördern? Ich weiß es nicht. Gibt es hier irgendwie einen jungen, talentierten? Ich habe gesehen, der Error ist... Wo ist er denn? Ah ne, der war Stürmer. Ich glaube, Makanda, war das der? Den könnte man vielleicht mal fördern. Diesen Spieler zusätzlich boosten? Nein. Aber den machen wir. So, dann gehen wir hier mal auf Weiter. Ja. So, das hier ist die Zentrale jetzt. Also hier seht ihr so ein Bürobild. Dann seht ihr hier Trainingszustand, Teamgeist. Dann seht ihr hier nächster Stufenfortschritt. Dann seht ihr hier die Budgets. Hier seht ihr die Beliebtheit, Entwicklung, Saisonziel. Dann seht ihr hier Ausfälle, also wenn irgendjemand verletzt wäre. Dann hier Torjäger von unserer Mannschaft. Dann haben wir den Spielplan hier unten. Also als nächstes würden wir am 15.08. gegen Arminia Bielefeld spielen. Jo. Dann haben wir die Tabelle, aber da jo. Tut sich ja jetzt im Moment nichts. Hier wären wir auf Platz 9 im Moment. dann haben wir hier... Auf dieser Seite, hier können wir wieder ins Menü und alles gehen. Ihre Gesundheit, sie sind voller Energie. Also man kann sogar sich selbst trainieren, kann man auch noch. Also richtig cool gemacht. Na, aktueller Bonus, eine neue Hoffnung, Motivation endet nach 3 Niederlagen. Was steht an? Beginn Dauerkartenverkauf in 4 Tagen oder nach 4 Tagen? Keine Ahnung. Nächster Trainingsfortschritt. Ja, da haben wir angegeben, dass wir den fördern wollen. Dieser Makanda. Entschuldigung. So, dann gehen wir mal kurz. Zweite Mannschaft. So, hier seht ihr sie. Also ihr könnt euch gerne mal hier umschauen. Wenn wir vielleicht nach oben ziehen. Alter, vom Alter her, naja. Dieser hier, vielleicht Johannes Werner wäre noch was mit 21. Pff, der Rest, ja, hier 31, 30. Pff. Naja. Jo, dann gehen wir mal Jugend gucken. In die Jugend schauen wir mal. So, hier haben wir die beste Spieler U19. Hier unten haben wir die U17. Also hier mal die U19, da haben wir ein RM, Hauptposition, Nebenposition ist hier, der kann auch RAS und OM spielen. So, aber RS, doch hier, RAS, Nikita Ton, er hat eine Stärke von 7, hier, das wollte ich euch noch erklären hier.
Und zwar bei 5 Bronze. Ist das Bronze? Ja, das ist, glaube ich, Bronze. Das sind 5 Punkte. Dann hier nochmal 2 Silber. Sind dann 7 Punkte. Also Stufe 7 haben wir hier. So, hier ist die Stärke. Aber ja, ist ja nicht. Also es geht hier eher mit diesen Sternen hier. So. Und da hat er noch nicht mal schlecht. Dieser RAS hat 7 Punkte. Stufe 7. Oh, der hat sogar noch Stufe 8 hier. Der Stürmer, ja, aber Stürmer haben wir, glaube ich, genug. Vielleicht für die zweite Mannschaft. Ihr könnt es ja mal gerne schreiben. So, hier ist das Alter. Die sehen alle gut aus. Fähigkeiten. Also grün ist natürlich super. Blau ist, naja. Rot ist gar nicht gut. Und hier gelb ist so lala. So, hier kann man sehen, was, glaube ich, trainiert wird. Trainingsziel, jawohl. So, was ist hier das? Im Internat. Also hier, der ist im Internat und die anderen sind jetzt zu Hause und trainieren nur. Das weiß ich jetzt leider noch nicht. Dann gehen wir mal hier unten gucken, in die U17. Da sieht es natürlich ein bisschen. Ah, hier seht ihr es. Hier ist rot. Ist überhaupt nicht gut. Wird auch trainiert. So. Hier haben wir mit einer Stärke 5 zwei Stück. Also, da ist. Das sollten wir noch keinen verpflichten. Also, es sind ja, glaube ich, noch zu jung. Jawohl, 16 ist hier der Älteste. Hier oben ist der Älteste 17. Also 17, 17, 17, 17, ja. So, dann gehen wir hier medizinische Abteilung gucken. Keiner verletzt, ist auch gut. Hier oben sieht man die ganzen Mitarbeiter von der medizinischen Abteilung. Dann gehen wir hier mal weiter. Hier ist Transfers und Scouting. Also hier können wir Spieler scouten und verpflichten, Spieler vergleichen, Spielermarkt sondieren. Dann haben wir hier, ich glaube, den Kalender. Jawohl. Organisation. Oder ist das nicht der Kalender? Doch, müsste es sein. Trainingslager könnten wir sogar noch machen. Aber da schauen wir mal später danach. In dieser Folge wollte ich euch erst nur mal zeigen, wie das Spiel aussieht. Das Team zeigen, dass ihr in dieser Folge hier reinschreiben könnt. Zieht den hoch oder kauft diesen oder verkauft diesen. Wisst ihr, was ich meine? So, dann gehen wir hier mal weiter auf HR. Was ist das? Was ist nochmal? Achso, das sind die ganzen Mitarbeiter hier. Okay. Dann haben wir hier noch das Stadion natürlich, also Infrastruktur. Denke mal, da müssen wir auch ein bisschen was irgendwann machen. Also man kann hier noch viel bauen. Also so ist noch was übrig, also am Platz. Ihr seht ja, was man hier noch alles machen kann. Anreise zum Stadion haben wir hier 100%. Also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann haben wir hier Autos auch 100%. Aber hier Flugzeug 80%. Da kostet das Verbessern, glaube ich, hier 440.000 Euro. Ui. Verbesserungen können sich positiv auf das Vereinsimage und auf die Sponsoren auswirken. Ja. So, hier ist das Stadion der zweiten Mannschaft. Hat 71.000. Wieso hat das so viel? Ah ne, die spielen da, glaube ich, im gleichen Stadion, oder? Ich Dolly. Ich Dulli. So, hier unten sieht man dann noch das Clubgelände, was da alles schon gebaut wurde, glaube ich. Ja. Dann haben wir noch die Platzherde. Stadion derzeit 80. Trainingsplätze auch 80. Okay, da müssen wir auch immer gucken, dass das hier irgendwie so bleibt oder wie. Ach so. Umso besser wir es machen, umso mehr kostet es natürlich. Aber wir lassen erstmal alles so.
So, Gelände, das habe ich euch ja vorhin schon gesehen. Oh, hier im Museum können wir auch noch besuchen. Oh yeah. Gehen wir mal ins Museum. Das ist richtig cool gemacht hier. Ihr seht's. DFB-Pokal, da dreht sich sogar der DFB-Pokal hier drin. Also, das ist richtig nice gemacht, finde ich. Wie findet ihr das? Hier ist nochmal und nochmal. Also müssten sie es dreimal gewonnen haben. Ah, hier steht's ja. Von 59 bis 2018. So, hier ist 81. Hier haben wir von 2018. Gegen wen war's? Ich weiß es noch. Leider, leider. Oh, was haben wir hier? Bundesliga Brillant APS. Hier ist der Bundesliga-Spielball. So, was haben wir hier? Weniger ist mehr. Ah ja. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Kann man hier noch was reinmachen oder? Ich weiß nicht mehr. So, hier ist ein Stadtbild. Also, gehen wir mal hier hin. So, was steht hier? Was man fusioniert, muss man nicht erarbeiten. Dann haben wir hier ist gleich wieder zurück. Reserviert. Haben wir die Meisterschaft von 1959. Dann haben wir hier den DFB-Pokal von 1974. DFB-Pokal von 1975. Europapokal 1980. Das weiß ich nicht mehr. Da war ich gerade mal ein Jahr alt. So, also hier ist auch noch nichts drin. So, ich weiß nicht, ob man hier noch weiter bauen kann. Ich weiß es leider nicht. Was ist das hier? Ehrenamtlicher Mitarbeiter. Ah ja. Ja, also ich finde das richtig cool gemacht hier. Das ist richtig geil gemacht. Müsste man das hier eigentlich noch verlassen können an der ganzen Mist, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Hier sind die Fans. Willkommen, Clubmuseum Eintracht Frankfurt. Ja, ich finde das echt genial. Ja. So, dann gehen wir mal ganz schnell hier noch weiter auf Sponsoren. Hier kann man nach Sponsoren suchen, Vertrag verlängern. Dann haben wir, also Ausrüster ist hier. Hier ist der Hauptsponsor. Dann haben wir noch der Ärmelsponsor. Dann haben wir noch die Bandenwerbung. Sie können noch 8 Banden verkaufen. Okay. Ja, das waren die Banden. Dann haben wir hier noch die Kohle natürlich, Finanzen. Transferbudget wissen wir ja vom Anfang noch und Vereinsbudget wissen wir auch. Noch verfügbar. Aktuelles Vereinsvermögen haben wir hier. Anlagen haben wir nichts. Also ich würde gerne, wenn man Plus macht, Ende des Jahres, würde ich das gerne hier drauf machen. Ja. Kredite hoffe ich nicht, dass wir das holen müssen. Fananleihen hoffe ich auch nicht, weil das muss ja immer alles zurückgezahlt werden. So, wir haben hier Geld bekommen und zwar hier Fernsehen, Sponsoren. Ja. Haben wir hier noch Mitglieder, Gesamtverlust und Gesamtgewinn. Dann haben wir noch die Ausgaben. Was haben wir denn hier schon bezahlt? Mitglieder 560.000. Ah ja. Hä? Ah, ich wollte gerade sagen. Okay, dann gehen wir hier mal schnell weiter. Marketing. Also da kann man hier so viel machen. So, hier sind die ganzen Fanartikels. Ich weiß nicht, ob man noch mehr. Ich weiß es nicht mehr, ob man hier noch mehr machen kann. Trikotverkäufe. Dann haben wir hier Sonderartikel produzieren. Ah. Hier kann man noch irgendwas produzieren lassen. Charity kann man hier noch machen. Vereins-App. Oh, kann man auch noch machen. Geil. Das ist geil. Das wusste ich noch nicht. So, dann kommen wir hier noch hin. Präsidium. Das ist natürlich auch wichtig. Muss immer gucken, dass man hier nicht zu niedrig kommt. Sonst wird man irgendwann gekickt. Dann haben wir die Mitglieder. Da kann man hier noch alles, Begrüßungsgeschenk, Mitgliederausweis natürlich, Verkaufsrecht für Tickets.
Und hier, ihr seht's, was man hier alles anklicken kann. Dann Preismitgliedschaft. Also ich müsste bei Bayern, müsste ich eigentlich 60 Euro bezahlen. Ich bezahle 30 wegen meinem Ausweis. So, Standard, reduziert. Das wäre jetzt mein Fall hier. Familie, also es sieht schon okay aus mit den Zahlen. Nichtzahler, was? Freibiss, Entfernungsrabatt und Mitgliedschaft auf Lebenszeit. Oh yeah. Dann gehen wir mal noch hier drauf. Ah ne, da waren wir. Gehen wir hier noch drauf. Fans. Fanclubs haben wir hier. Anzahl organisierten Fans 42.420. Ups, Entschuldigung. Dann haben wir Fanclubs beschenken. Fanclub besuchen. Ich denke mal, Fanclubs besuchen kann man mal so in der Weihnachtszeit machen oder so. Keine Ahnung. Oder wenn die vielleicht sogar irgendwie in Dings haben, Jahrestag. Haben wir noch Fanclub-Treffen organisieren, Spieler schicken. Dann haben wir noch Maskottchen. Ah, ich weiß gar nicht mal, wie das Maskottchen von Frankfurt jetzt heißt. Das ist auf jeden Fall ein Adler, das weiß ich. Aber wie dein Name nochmal ist. Ihr wisst vielleicht besser. Ja. Ich denke mal, jetzt habe ich den Aufbau ein bisschen gezeigt. Wie gesagt, ich habe euch das Team hier gezeigt. Das ist das A-Team. Also, erste Mannschaft. Oh, was sind hier ausgeliehen? Ah, haben wir nur einen Torwart? Ah, ja. Ah, ne. Der ist an uns ausgeliehen, oder? Ah, ich wollte gerade sagen, wir haben nur einen Torwart. Das wäre ein bisschen übertrieben. Ja, also ich hoffe euch, das gefällt euch gut, das Spiel. Also mir gefällt es super. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ich hier von der zweiten Mannschaft in die erste ziehen soll oder von der Jugend hier in die zweite oder in die erste schicken soll. Oder wenn ich verkaufen soll, wenn ich nicht verkaufen soll. Oder wenn ich kaufen soll oder nicht kaufen soll. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge. Also diese Folge war jetzt nur hier dieses Spiel zeigen und so. Und dass ihr wisst, wie mein Team jetzt aussieht, wie wir es verbessern könnten. Und ja, wenn ihr noch Tipps habt, also wenn ihr das Spiel selbst habt und ihr habt noch Tipps für mich, natürlich auch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, war es das für diese erste Folge. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.